So, wir befinden uns hier in Stabenice im Ferienpark Outcampen und das ist der Weg vom Parkplatz zum Bungalow oder beziehungsweise Ferienhaus 95. Geht einen schmalen Gang entlang. Und befindet sich auf der rechten Seite die 95. Gehen wir mal rein. So, wie man sieht, rechts die frisch gemähte Wiese, die immer gemäht ist, weil Kunstrasen. Aber das macht das Ganze nicht schlechter. Links haben wir direkt eine Abstellkammer, wo auch der Vorrat gelagert wird. Getränke schön kühl stehen, Elemente für die Liegen, noch Ersatzstühle, ein Sauger und eine Karambolage Billardplatte. Ja, rechts ein gemütlicher Tisch, wo man gemütlich dran sitzen kann und links der herrliche Jacuzzi. Wir können auch mal einen kleinen Blick reinwerfen. Immer schön warm. Er heizt sich schön auf und hat immer schön 40 Grad. Herrlich. Dann gehen wir mal Richtung Sauna. In die linke Ecke des Gartens, wo auch ein Tischgrill steht, der wahrscheinlich im Sommer dann auch öfters genutzt werden könnte. Nur jetzt im Winter ist es halt ein bisschen kühl, sich am Grill zu setzen. So, hier haben wir die Sauna. Ist eine Elektrosauna, die dann schön beheizt wird. 20 Minuten ungefähr. Dann hat das Ganze hier gute 60 bis 70 Grad. Wie man sieht, aktuell, wenn es aus ist, 8, 9 Grad. Beziehungsweise jetzt im Moment sind es 18 Grad, das geht auch noch. Ja, dann gehen wir mal zurück. Denn wenn man auch länger bleiben möchte, ist auch eine Waschmaschine und ein Trockner da. Und der Trockner und die Waschmaschine schon mehrfach benutzt, da man auch schon mal dreckig werden kann, wenn man mit Hund da ist. So, dann gehen wir mal hinein. Ja, der Freitag begrüßt uns. Auf der linken Seite Backofen. Eine versteckte Mikrowelle. Unten dann der Kühlschrank, noch reichlich gefüllt. Ja, Kochplatten, Gas, Spüle, Senseo-Maschine. Da unten die Spülmaschine ist gerade aktiv. Besteck, Teller, alles vorhanden. Ein gemütlicher Tisch, wo auch mancher Spieleabend vonstatten geht. Fernsehen, deutsches Programm empfangbar.
Dann eine große Couch. Sehr gemütlich. Und dann gehen wir in ein von zwei Schlafzimmern mal schauen. So. Das ist das erste Schlafzimmer. Schönes, gemütliches Doppelbett. Schön weich. Tut seinen Zweck. Bettwäsche ist von hier. Kann natürlich auch selber mitgebracht werden. Dann haben wir hier Kleiderschrank, der vollkommen ausreicht. Und als kleinen Bonus sogar noch ein Solarium. So, dann gehen wir in den nächsten Raum. Das ist so eine Art Abstellkammer, wo auch die Garderobe hinkommt und wo man seine Schuhe abstellen kann. Und von da aus geht es direkt ins Badezimmer. Dann machen wir mal Licht an, damit er nicht so dunkel ist hier. So. Dann ist hier das WC. Heizung für die Handtücher. Schönes großes Waschbecken. Und ein Spiegel. Ja, und das bin ich. Auf der anderen Seite haben wir dann eine Sonnendusche. Ich weiß nicht, ob das einige von euch kennt. Oben Art Regenwald oder auch eine Handbrause. Kann dann Temperatur und eingestellt werden, mit welcher Brause man duschen möchte. Und dann gibt es hier noch, wenn es euch zu kalt ist beim Duschen, eine Sonnenbank. Und ich sage euch, schön warm. Machen wir wieder aus. Brauchen ja keine Sauna hier drin. Und dann gehen wir mal nach oben. So. Die Treppe ist ein bisschen steil. Aber noch ist keiner runtergefallen. Wenn man Kinder hat, ist das nicht schlecht. Hier ist ein Gitter, das man schließen kann. Heizung. Und ein Kleiderschrank. Ja. Können wir auch mal reinschauen. Da ist noch Ersatzbettwäsche. Und jede Menge Fächer, die man noch befüllen kann. Fenster zum Rausgucken. Guckt man leider nicht Richtung Strand, sondern eher Richtung Stadt. Ein Einzelbett, eher fürs Kind gedacht. Und dann geht es ins zweite Schlafzimmer. Wieder ein Doppelbett. Noch eine Ecke größer, finde ich. Aber sehr gemütlich. Heizung, wenn es kalt wird hier oben. Und von hier aus kann man dann auch runterschauen in den Wohnbereich. So, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wünsche euch noch einen schönen Tag.